Also neben meiner Frau und meinem Job liebe ich Schuhe, wie man sieht. Ich habe gerade mal geguckt im Schrank, es gibt so einige Treter, die ich noch nie angehabt habe. Am liebsten habe ich natürlich immer wieder die Coco und die Python-Schuhe. Das sind die lieben. Und manche hat mich für verrückt, weil es die eben auch in Grün oder in Rot gibt. Und ich mag das. Ja, in der Zeit, bevor ich Lombo gemacht habe, war ich im Vertrieb. Unter anderem hatte ich mit meiner Frau eine Firma, die auch Kunst gehandelt hat. Und so habe ich den spanischen Hofmaler beispielsweise Jordi Roland kennengelernt, mit dem ich persönlich befreundet bin und der einen Großteil dieser Etage mit seiner Kunst verschönert. Ja, diese Highboards habe ich mir gemacht, selbst designt aus Klavierlack mit meinem Schwager zusammen und hier verstecke ich unter anderem ein weiteres Sammelleidenschaft, meine ganzen CDs. Ich glaube, das sind ein paar tausend. Ich lasse die Schränke ab und zu zu, damit meine Frau nicht sieht, wie viele das sind. Ja, das ist ja eigentlich mein Lieblingsplatz. Schön in der Natur. Ich höre Vögel und alles und hier bin ich am kreativsten. Ich bin zurzeit dabei, die neue Winterkollektion meiner Marke Rocconi vorzubereiten. Und hier läuft ein leichter Wind rein, es ist traumhaft und hier kann ich kreativ werden und alle meinen Lauf lassen. Ja, dieses Gerät hier ist mein Cardio-Trainer. Ich muss jeden Tag zwischen 20 und 30 Minuten da morgens mich abstrampeln. Das liegt daran, dass teilweise meine Frau darauf achtet und sie wiederum connected ist mit Sven Plankenberg, dem Personal Trainer, und die beiden mich zwingen, das jeden Morgen zu tun. Schön ist, ich habe einen kleinen Blick in mein Atrium, hier oben steht mein iPad drauf, ich gucke Instagram-Stories und so weiter, und so gehen die 20 bis 30 Minuten auch rum.